Moin und willkommen zur nächsten Folge LS15 auf der Wildeshauser Geest Map. Wir werden heute mal ein bisschen Flüssigdünger ausbringen. Gestern waren wir noch am Grubbern. Zumindest wart ihr auf dem einen Feld dabei. Ich habe alle anderen Felder nun doch noch gegrubbert gehabt. Hab dann auch alle bis auf zwei Stück angesät. Beziehungsweise, ja, war da am Drillen. Was ist da überall raufgekommen? Ja. Rübenmais und Sonnenblumen gab's. Können wir uns nochmal angucken. Genau, hier hinten gab's Sonnenblumen. Stimmt, auf der 6 waren wir auch noch nicht. 1 und 2 haben wir noch nicht. Ja, Mais und Rüben halt. Und ja, da oben haben wir auf der 13 gab es auch nochmal Mais. Waren dann halt 4 Flächen, die wir gemacht haben. Und ja, da werden wir jetzt auf 3 Stück eben Flüssigdünger ausbringen. Auf die 1 und die 2 sollen Kartoffeln gepflanzt werden. Das ist alles soweit auch schon mal vorbereitet. Kommen wir dann aber auch später zu. Wie das mit der Arbeitsbreite passt. Ich habe jetzt mit der Spritze selber auch noch nicht gearbeitet. Die ist vom Mod-Hub. Ja, vom Mod-Hub habe ich die. Das sollte passen. Ja, ich nehme ja, Arbeitsbreiteneinstellung macht man ja automatisch und dann nehme ich den immer noch mal ein kleines Stück und klicke einmal halt auf Minus, dass er die ein Stück verringert. Weil bei manchen Maschinen kommt das doch nicht so ganz hin und dann hat man da immer so eine Lücken mit zwischen. Das ist ja nun so eine Sache, die ich nicht wirklich abkann. So, und Abfahrt. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht, da hatte ich eine Aufbauspritze auf einem G-Truck drauf. Ich glaube, die hatte nicht so eine hohe Arbeitsbreite. Aber gut, man will ja vorankommen. Ja, kam gestern noch ein neuer LS-Patch raus, den haben wir noch nicht drauf. Runtergeladen hatte ich mir den zwar schon mal, aber soweit wie ich das jetzt gelesen habe, treffen die Änderungen
Da betreffen die Änderungen ja eher Mac-Nutzer. Von daher für mich erstmal uninteressant. Und ja, sollen erstmal andere das mit dem Patch ausprobieren. Sonst, oder bevor man da wieder vor dem Problem steht, dass irgendein Mod wieder nicht funktioniert, sollen sich da andere erstmal mit rum ärgern. Ich habe auch jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit dafür, einen neuen Patch, bis jetzt läuft das, oder das Spiel läuft an sich ja so mittlerweile super, ohne große Probleme. Und ja, selbst bei dem Server, den ich damit da zusammen gemietet habe, wenn der umgestellt wird, den kann ich immer noch wieder manuell auf die jetzige Version oder Patch-Version, die wir haben, umstellen, und dann ist das auch löst das Problem. So, jetzt fragt mich nicht, was ich hier mache oder versuche. Ich weiß es selber nicht. Klar, man hätte zum Spritzen auch jetzt zum Beispiel die Amazone Pantera nehmen können, als Selbstfahrer. Aber ja, da wäre, oder da ich relativ selten mit einer Spritze bzw. Flüssigdünger arbeite, sehe ich da jetzt auch nicht die Notwendigkeit, mir da Sonnenapparat für ein paar hunderttausend auf den Hof zu stellen. Da reicht uns hier die kleine Anhängespritze und ja, fertig. Ich meine, von der Arbeitsbreite her sind wir hier nun mal auch gut aufgestellt. Ja, was wir hier auf die 6 drauf machen, weiß ich auch noch nicht so genau. Da lassen wir uns bei Gelegenheit auch noch was für einfallen. Jetzt bin ich eigentlich schon ein Stück zu weit gefahren. Ja, wie wir sehen, da vorne haben wir schon die Kartoffelpflanzmaschine stehen. Ein paar Kartoffeln haben wir uns auch schon da ans Feld gefahren. Gut, dass wir keine Fruchtzerstörung drin haben. Fahrgassengedöns haben wir auch nicht drin.
weiß, was wir jetzt hier machen, ist nicht ganz realitätskonform. Aber ja, wer damit ein Problem hat, darf es für sich behalten. Ich mach das jetzt so und fertig. Wundert mich ehrlich gesagt auch gerade so ein bisschen, dass der Mais schon ausgekommen ist, weil den hatte ich als letztes in die Erde gebracht. Und ja, auf den anderen Flächen ist noch nichts zu sehen. Aber hat wahrscheinlich wieder eine ganz andere Wachstumszeit als die Rüben und die Sonnenblumen. Ja, ansonsten Neuigkeiten gibt es bei uns eigentlich nicht. Alles beim Alten, alles wie gehabt. Wetter ist heute mal nicht ganz so toll. Also im Spiel schon, aber im Real nicht so wirklich. Regen, Wind und ja. War da gestern doch deutlich besser. Aber so ist das mal. Kann man ja nun mal auch schwer beeinflussen. So. Machen gleich auf dem vor uns liegenden Feld direkt weiter. Nur, ich komme ja so nicht zwischen den Bäumen durch.
Ja, hier wäre jetzt zum Beispiel auch wieder Funktion der Teilbreitenschaltung nicht verkehrt. Aber wie man ja so hört, kann es sein, dass sowas irgendwann in nächster Zeit mal rauskommt. Eventuell unter Umständen. Wäre auf jeden Fall ja nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Wäre auf jeden Fall was, was den LS noch wieder um einiges bereichern würde. Ich meine, den einen oder anderen Düngerstreuer gibt es ja mittlerweile schon, wo man die Arbeitsbreite an sich einstellen kann. Aber jetzt so Teilbreitenschaltung für Spritzen, ah, das hätte echt noch was. So, passt das? Passt das? Passt das? Passt nicht. So, dann hätten wir das auch gleich geschafft. Ja. Als nächstes geht es dann halt dran, die Kartoffeln in die Erde zu bringen und ja, dann mal weiter gucken. Und dann kommt man nochmal wieder die Anlagen und den ganzen Kram abklappern. Beziehungsweise vor der Aufnahme war ich schon bei, habe dann bei Eierlegestation die Palette da nochmal weggenommen. Und bei unserem Kartoffelhof da hinten die gewaschenen Kartoffeln nochmal alle aus der Maschine geholt. Da können wir demnächst nochmal irgendwie Kartoffeln hinfahren, dass da noch welche gewaschen werden. Aber ja, alles nach und nach. Wir werden jetzt erstmal die Spritze noch wieder beiseite stellen. Mit dem, was wir da noch drin haben, sollten wir die beiden anderen Felder mit den Kartoffeln nachher oder später auch noch fertig kriegen. Wir werden jetzt mal eben den Fan kurz umrüsten. Den brauchen wir dann gleich, um ja, die Kartoffeln in die Pflanzmaschine zu kriegen. Die Milch kann ignorieren wir jetzt erstmal.
Da kümmern wir uns auch später drum. So, und ja, damit verabschiede ich mich dann auch für heute wieder von euch. Ich hoffe, ihr hattet so wieder mal so ein bisschen Spaß am Zuschauen. Auch wenn das jetzt alles nicht so ganz real und so war, ne? Aber wir sind ja auch nicht da, um alles so real wie möglich zu machen, sondern so, wie es uns Spaß macht und wie wir es am besten hinkriegen. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.